Die ganzen Bilder, die stammen aus einem braunen Koffer, den mein Vater noch gefunden hat. Und da war aber ein Brief dort drin. Und den Brief habe ich aufgemacht. Das war ein Brief von meinem kleinen Bruder an meinen Vater, dass er auch bitte wiederkommen soll, weil mein Bruder ihn vermisst. Und der Brief, so, der hatte mir alles ausgelöst. Da bin ich zusammengebrochen. Willkommen bei Deep und Deutlich. Der Rapper Bozza teilt etwas sehr Persönliches mit uns und erklärt, warum er kein Gangster-Rapper mehr sein will. Darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Außerdem mit weiteren tollen Gästen, Expertin für Einsamkeit Diana Kennert, Komikerin Nega Amiri und Komiker Faisal Kawusi. Du machst schon seit über 10 Jahren Musik, nicht nur als Rapper, auch als Songwriter. Und letztes Jahr hast du deinen Namen endgültig auf die Karte gebracht. Falls irgendjemand da draußen nicht weiß, was du so treibst, hier ist ein kleiner Einblick. Schon wieder rotes Licht. Schon wieder fühl ich nicht. Schon wieder komme mit. Wenn du nichts sagst, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Wenn ich was sag, ob du mich siehst unterm Radar. Bist du echt hier? Wie sehr freust du dich, dass du endlich ernten kannst, was du so lange gesät hast? Unglaublich. Das war ja mein allergrößter Traum, für den ich immer gekämpft habe. Mhm. Alles andere dafür liegen gelassen habe. Und also ich sehe mich jetzt selber noch nicht, dass ich das erreicht habe, was ich will, weil ich vergessen habe, was ich will. Also ich wollte Erfolg und Geld haben. Jetzt habe ich Erfolg und Geld. Und jetzt weiß ich gar nicht eigentlich, was ich überhaupt noch will. Also klar, mehr Geld, mehr Erfolg, mehr was soll noch kommen. Aber eigentlich ist es das schon. Also es ist das schon. Ich kann davon leben. Leute kennen mich. Ich kann Leuten was zurückgeben bei meiner Musik. Viele identifizieren sich damit und bewältigen auch Probleme damit. Und eigentlich ist es das schon. Du hast viel erlebt. Du hast gesagt, du hast viel liegen lassen dafür. Eine Sache, die dir immer fremd geblieben ist, ist aufgeben. Was hat dich denn so daran glauben lassen? Mir war sehr früh klar, dass ich nichts anderes kann. Und das meine ich so, wie ich sage, dass ich nichts anderes kann aus Musik. Ich komme ja aus einem schwierigen sozialen Verhältnis. Aber ich kann nichts anderes. Ich konnte nie was anderes. Ich konnte immer nur Musik machen. Sei es Texte schreiben, sei es irgendwie Beats produzieren, sei es rappen, jetzt neuerdings auch singen plötzlich irgendwie. Und das war alles, was ich konnte. Und ich habe eine gute Familie hinter mir, mein Vater, der immer gesagt hat, egal, ob ich keine Arbeit habe, ob ich meine Schule nicht hinbekommen habe, egal was, der immer gesagt hat, wenn du so daran glaubst, dann mach das und zieh das durch. Und das habe ich bis heute getan. Und bereue ich auf jeden Fall nicht, dass ich diesen Weg gegangen bin. Schön. Im Juni kam deine aktuelle Single, Ich seh dich. Lass uns mal reinhören. Ich seh dich weinen, ich hör auf, wie du leidest. Doch du redest mit keinem, als wärst du ganz allein. Das ist hart, es geht um Einsamkeit, um Depression, um Selbstverletzung und Suizid. Warum diese Themen? Das Thema mit Selbstverletzung, Suizid oder Depression zieht sich durch mein Leben und das Leben aus meinem Bekanntenkreis wie ein roter Faden. In meinem Umfeld haben viele mit Depressionen zu kämpfen. Mhm. Ich selber habe auch oft mit Depressionen zu kämpfen gehabt oder teilweise immer noch. Und ich glaube, ich habe dieses Lied geschrieben, weil ich sowieso Musik immer verarbeite, also ich verarbeite meine ganzen Gefühle immer in der Musik. Jeder, der mich kennt, der sieht ja, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch und lache immer sehr viel. Aber nur meine Musik ist die ganze Zeit traurig. Mhm. Aber die mache ich halt. Also meine Musik ist traurig, damit ich draußen lachen kann. So. Wie sieht das aus? Kennst du diese Gefühle, Faisal? Ja klar. Also ich bin eh der Überzeugung, dass Komödie und Tragödie die gleiche Mutter haben. Und das ist ja unser Ausdruck. Also ich habe auch viel Trauer in mir. Also ich meine, ich glaube, die Menschen, die da draußen glauben, dass ich immer nur die ganze Zeit ha, hui, hi.
die haben das Leben nicht verstanden. Also ich habe auch ganz oft traurige Momente, ich habe auch ganz oft schmerzhafte Momente. Es gibt auch Momente, wo ich zusammenbreche und denke mir so, verdammt scheiße, was mache ich jetzt, was soll ich jetzt tun? Meine besten Gags habe ich geschrieben, während ich so eine richtig depressive Phase hatte. Das ist wirklich, das ist total verrückt. Du kannst dir die Sachen anschauen, wo ich vor 14.000 Menschen stehe und die alle zum Lachen bringe. Aber ich habe das geschrieben, wo ich 2 Stunden vorher noch totalen Heulkrampf hatte. Aber ich finde halt, dass auch Schmerz wichtig ist. Und es ist halt vor allem außerhalb der Bubble. Es ist außerhalb der Komfortzone. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man Großes, egal ob jetzt für sich, die Gesellschaft oder was auch immer, immer nur außerhalb der Komfortzone erreicht. Und dass Schmerz auch wichtig ist. Wir brauchen Schmerz, weil Schmerz hat mich heute zu dem gemacht, was ich bin. Leidenschaft kommt von Leid. Und deswegen finde ich das, es ist eine schmerzhafte Emotion, es ist schwierig, aber wenn man das durchsteht, ist es dann am Ende ist dann gleich Stärke. Unter dem Video zu Ich seh dich haben sehr, sehr viele Menschen kommentiert, dass sie das fühlen, dass du ihnen aus der Seele sprichst. Was macht das mit dir, wenn du merkst, dass das ja, sehr viele Menschen... Boah, das ist so, also ich bin jemand, der, ich lese alles. Also jeden Kommentar, jede Nachricht, also so gut wie es geht. Sie kommentieren ja nicht nur, dass sie es gut finden, sondern die teilen ihre ganze gesamte Lebensgeschichte mit mir. Mhm. Und es ist schmerzhaft, aber gleichzeitig irgendwie auch Glück, dass vielleicht eine andere Person gerade sich getraut hat, das mit mir und 1000 Millionen anderen Leuten öffentlich im Internet zu teilen, um die Last von deren Herzen zu werfen. So. Wenn man auch seine Musik hört, es trifft sofort, ne? Als würde man sofort, es trifft sofort die Seele. Ja. Also das hat man auch so selten. Ne? Das ist sofort Gänsehaut von oben. Also es ist echt Wahnsinn. Dankeschön. Respekt dafür, dass du diese Quelle hast. Also. Vielen Dank. Diana, wie sehr geht Depression und Einsamkeit Hand in Hand? Ja. Also in beide Richtungen. Eine Person, die krank ist, die depressiv ist, ist gleichzeitig eine, die nicht sehr aus sich herausgeht manchmal, die andere Leute meidet, die vielleicht eher Stille und Ruhe um sich herum braucht und wird dadurch einsam. Und gleichzeitig ist eine Person, die vorher einsam war, die also ausgeschlossen wird, die alle Leute komisch angucken und wo die das Gefühl hat, alle Leute lehnen mich ab, wird dadurch gleichzeitig ja auch dann wieder depressiv. Also es geht in beide Richtungen. Es ist sehr verwandt miteinander und gleichzeitig kann eben dieses darüber sprechen, ist ja der erste Schritt, sich mit sich selbst zu verbinden. Und dann entsteht ja auch eine Art von Selbstwert in dir. Und ich glaube, dass das ein Heilungsprozess ist, der durch Kunst stark befördert werden kann. Ich meine, das ist ein Eingeständnis von Schwäche, das überhaupt zum Ausdruck zu bringen. Das ist unfassbar schwer. Das kostet unfassbar große Überwindung, jetzt einfach sich irgendwo hinzusetzen und sagen so, hey, ich bin depressiv. Das ist ein leichter Satz von mir gesprochen. Aber an sich, für einen Menschen, der das wirklich empfindet, ist das unfassbar schwer. Du brauchst viel Stärke. Ne, genau. Aber dann kommt es ja darauf an, wie reagiert der Gegenüber. Weil das ist ja ein großes Vertrauensbekenntnis. Ja. Man zeigt ihm, man öffnet sich ja, man macht sich ja komplett nackt. Ja. Und leider leben wir in einer Zeit, wo vielen Menschen es schwerfällt, mit dem Ganzen umzugehen, zu verstehen. Da reicht es auch manchmal, wenn man einfach nur zuhört und sich wirklich mit dem Menschen einfach auseinandersetzt und einfach Menschlichkeit zeigt. Das ist das, was uns als Menschen soziale Wesen ausmacht, dass wir füreinander da sind, auch manchmal einfach nur zuhören können. Also ein Freund, den ich habe, hat mit Depressionen zu kämpfen. Und als er mir das gesagt hat, war das Erste, was ich gesagt habe, hör mal zu, ich kann dich aus der Scheiße nicht rausholen, aber was ich machen kann, ich kann mich zu dir in die Scheiße setzen, dann machen wir das halt zusammen durch. Wohl wahr. Bosa, deine Kindheit war alles andere als unbeschwert. Du bist mit etwa 5 mit deinen Eltern und deinem Bruder vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland geflohen, dann Asylunterkunft und mit 13 dann sogar, ein paar Jahre später, ins Heim, du und dein Bruder. Was fühlst du denn, wenn du diese Bilder siehst? Was ist das für ein Gefühl, was du damit mit der Zeit verbindest? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ich kann mich an nicht viel erinnern. Mhm. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich gucke, also nur bei ganz wenigen Bildern kommt etwas wieder in mir hoch. Die ganzen Bilder, die stammen aus einem braunen Koffer, den mein Vater noch gefunden hat. Da sind alte Bilder von uns drin. Und ich habe mir die Bilder angeguckt, war natürlich glücklich, so die Zeit hierher. Und da war aber ein Brief dort drin. Und den Brief habe ich aufgemacht. Und das war ein Brief von meinem kleinen Bruder an meinen Vater, als wir im Kinderheim waren. Weil der durfte uns ja nicht immer besuchen. Und das war... Das war, glaube ich, Weihnachtszeit, wo mein kleiner Bruder halt einen fiktiven Brief an meinen Vater geschrieben hat, so einfach für sich selber, dass er auch bitte wiederkommen soll, weil mein Bruder ihn vermisst. Und der Brief, so, der hat mir alles ausgelöst. Da bin ich zusammengebrochen, so, weißt du? Nega, du hast ähnliche Erfahrungen, hätte ich jetzt fast gemacht, das weiß ich gar nicht, ob die ähnlich waren, aber ihr seid zumindest auch, da warst du 11 nach Deutschland geflohen. Ja. Kannst du das nachempfinden, was Bosa erzählt? Oder? Ja, absolut, absolut. Ich meine, du lässt ja ein Stück von deinem Leben, also du bist ja entwurzelt. Das kann man, also ein Teil von dir ist für immer weg. Also du verlässt deine Heimat, du verlässt deine Familie, Menschen, die du liebst. Also man kann das
man kann nur lernen, ich denke da auch nicht oft drüber nach, auch ähnlich wie bei dir, ich fühle nicht mehr viel, weil man muss ja auch weitermachen. Ne? Man hat auch gar keine Zeit mehr, jetzt die ganze Zeit darüber irgendwie in der Vergangenheit zu sein. Ne? Man muss ja irgendwie dieses neue Leben annehmen und ich habe mich dafür entschieden, so schwer es auch ist, weil ein Part von dir ist nun mal da, wo du geboren bist, das, was du alles in der Kindheit erlebt hast. Und ich kann das absolut nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz, man muss weitermachen. Und ich glaube, was du gerade schön gesagt hast, man hat keine Zeit mehr dafür. Irgendwie, ich hab irgendwie gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Oder egal, ob es eine negative Erfahrung war oder eine positive Erfahrung von früher. Ich denke einfach gar nicht mehr an die Vergangenheit. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Noch weiß ich es nicht. Aber ist es dann auch, glaubst du, eher eine Verdrängung, dass du nicht drüber nachdenkst? Ich glaube ja. Und irgendwann wird es hochkommen. Dann keine Ahnung, was mit mir passiert. Aber es gibt schon Momente, so, wo das alles hochkommt. Und ich mag die Momente auch nicht. Also es sind keine guten Erinnerungen. Und deswegen an die guten Erinnerungen, die waren eh nicht so, also die schlechten haben sowieso überwogen. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass es nicht so oft kommt. Es gibt ja auch immer verschiedene Arten. Es gibt ja Menschen, die müssen diese Gefühle spüren, die müssen sie noch mal emotional fühlen. Aber es gibt ja welche, wenn sie es fühlen, da kommen die so sehr in diese alte Muster rein, dass es auch nicht gesund ist. Und ich glaube, jeder hat da so eine eigene Strategie, was zu ihm am besten passt. Naja, vor allem, wenn die Sachen in einem Alter passieren, wo du als Kind noch gar nicht weißt, wie du mit sowas umgehen sollst. Ja. Du warst 7, da ist deine Mutter, Gott habe sie selig, an Krebs gestorben. Was macht das mit einem kleinen Jungen? Wie steht man das als kleiner Junge durch? Keine Ahnung. Ich habe meinen Vater halt und der hat mich dadurch irgendwie dadurch manövriert. Also Zeit heilt alle Wunden ist eigentlich ein ganz schöner Spruch, weil es ist so, ich sag dir ehrlich, das klingt ein bisschen komisch, vielleicht ein bisschen makaber auch, aber ich war sehr jung, als meine Mutter gestorben ist. Ja? Und ich war ein kleines Kind und ich werde erwachsen. Wenn es mir heute passieren würde, ich bin 31 Jahre alt, meine Mutter würde jetzt sterben, würde ich damit nicht klarkommen. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du warst ein kleines Kind, als deine Mama verstorben ist. Und du wärst damit ganz anders umgegangen, wenn das jetzt im Erwachsenenalter passiert ist. Und Diana, bei dir war das dann ja so. Deine Mutter ist auch viel zu früh verstorben und du warst kein Kind mehr. Aber ich war Anfang 20, als meine Mutter ganz plötzlich an einem Aneurysma gestorben ist. Und das war, ich meine, wir haben eine ganz andere Biografie, aber das ist ja auch an Kunst so schön, dass jeder eine ganz andere Biografie hat, aber die Gefühle am Ende sehr substanziell und immer die gleichen sind. Und bei mir war es auch so eine Zeit von Zerstreuung. Also ich habe Freunde gehabt, die gesagt haben, ich umarme dich jetzt oder lass uns drüber sprechen. Und ich wollte aber nicht. Mhm. Ich wollte auch bei der Beerdigung traurig sein und weinen und ich konnte nicht, weil ich in so einer Schockstarre war. Und ich habe auch lange Zeit, irgendwie wochenlang, monatelang gefeiert und habe mich sehr zerstreut und irgendwie hatte nicht das Gefühl, dass ich richtig traurig bin. Und dann bin ich mal auf die Philippinen geflogen. Meine Mutter kommt von den Philippinen und habe dann wieder das Essen gerochen und die Sprache gehört. Und das war so ähnlich wie der Brief deines Bruders. Das weckt dann die ganze Sinnlichkeit in dir und erinnert dich an all das, was du versuchst, so schlau wie möglich zu verdrängen. Mhm. Und jemand, der weiß, wie ich bin, weiß, dass ich so verklausuliert spreche und dass ich ganz gut im Kopf bin, Sachen zu verdrängen. Und wenn du dann aber nicht darauf vorbereitet bist und es deine Sinne packt, dann bist du damit konfrontiert. Und ich habe es auch ähnlich gehabt. Ich habe nach einigen Jahren gemerkt, ich habe da viel kaputt gemacht auch. Ich habe viele Leute weggeschickt. Ich habe viele Beziehungen sabotiert, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht wieder was verlieren. Und das ist was, das lernst du erst später. Und ich glaube, was wichtig ist, ist danach der Schritt zu wissen, dass du dir selbst auch lernst zu verzeihen. Das ist halt eine Zeit, wo du es nicht besser konntest. Und dann ist aber wichtig, dass du merkst, du willst nicht, dass dir das Beinchen stellt für deine ganze Zukunft. Also arbeitest du auch dran. Und ich glaube, dass verschiedene Leute unterschiedliche Wege haben, aber dass es dann auch möglich ist zu heilen, dass deine Vergangenheit dich eben stärker macht und dir nicht immer nur das Beinchen stellt. Danke, dass ihr das mit uns teilt. Bosa, ihr wart dann zu dritt, dein Bruder, dein Vater und du hier in Deutschland. Genau. War das denn, wie man sich das naiverweise von außen vielleicht vorstellt, dass es euch drei zusammengeschweißt hat oder war das auch ein Problem? So. Bei uns ist es ein schwieriges Verhältnis. Mein Vater kann nicht gut Deutsch. Wir haben sehr viel von unserer Muttersprache verlernt. Mein Bruder und ich haben auch nicht unbedingt das beste Verhältnis. Wir haben uns oft gezofft, aber sehr doll. Jetzt bin ich auch noch weg von Hamburg, wohne in Berlin. Seitdem ich weg bin, hat sich das Verhältnis zu meinem Vater sehr gut gebessert. Nicht, dass er wegen ihm das Verhältnis schlecht war, sondern wegen mir. Ich weiß es heutzutage, weiß ich es. Damals dachte ich, der ist streng oder das. Das ist so, alles war wegen mir, weil ich halt einfach auf nichts gehört habe.
Du wirkst verrückt super reflektiert. War. Was hättest du gerne anders gemacht, wenn du's? Ich hätte mich einfach gerne besser benommen. So einfach, wie es klingt, ich hätte mich einfach gerne besser genommen. Was heißt das? Warst du in der Schule nicht am Start? Oder was? Schule, gegenüber meiner Familie, gegenüber Freunden. Keine Ahnung, vielleicht hat auch die ganze Vergangenheit das mit mir gemacht, dass ich sehr zornig war, sehr, sehr aufgebracht immer, konnte schwer vertrauen. Mhm. Ja, ich denke, das ist ein Stück meiner Vergangenheit, was mich geprägt hat, aber im Endeffekt hat es mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Mhm. Und vielleicht muss das alles so sein. Was denkst du, warum war das dein Weg, wenn du wirkst so, als ob du den zwar gegangen bist, aber jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so richtig fandest, oder? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich die Schule auf jeden Fall gerne nochmal gemacht. Nicht, weil sie mir jetzt unbedingt mehr beigebracht hätte, als ich heute weiß. Ich lerne sehr viel durch Memes und TikToks und so. Aber Spaß beiseite. Humor. Aber ich glaube, das Leben war mein bester Lehrer, weil ich habe extrem viel gelernt. Und ich weiß zwar jetzt nicht vielleicht unbedingt, wie der Satz des Pythagoras ist, aber dafür kenne ich mich sehr gut aus im Leben. Habe eine sehr große und gute Menschenkenntnis, wie ich selber sagen würde. Habe sehr viel Empathie für alle möglichen verschiedenen Formationen im Leben. Und ich glaube, das macht einen Menschen dann am Ende 100%. Aus und nicht, wie gut er das rechnen kann. Aber ja. No hate an die Menschen, die gut rechnen können. Die brauchen kann wir auch. Beides können. Also die brauchen wir auch. Nein, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Borsa, du hast vor der Sendung erzählt und ich sehe das auch in deinen Songs und ich liebe auch, dass du das tust, weil ich so fühle, du schlägst tiefere Töne an. Warum der Wandel? Naja, erstmal älter werden. Zweitens, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Keine Ahnung. Also Asi zu sein, einfach Asi zu rappen, meinst du? Ich hab nichts dagegen. Ich liebe auch immer noch harten Rap oder egal ob deutsch oder amerikanisch oder französisch oder sonst woher. Mhm. Aber ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich setze mich hin, höre einen harten Beat, will irgendwas schreiben und komme mir aber komisch dabei vor. Und vielleicht mache ich's auch noch irgendwann wieder, aber momentan fühle ich mich sehr, sehr wohl damit, was ich jetzt gerade für eine Mucke mache. Ich bin irgendwie angekommen. Ich fühle mich endlich angekommen in der Musik, die ich mache. Vorher habe ich mich ein bisschen lost gefühlt, weil manchmal so, mal ein Sommerlied, mal irgendwas Härteres. Aber jetzt gerade fühle ich mich genauso wohl und werde, glaube ich, auch in nächster Zeit erstmal nur die Töne anschlagen. Wir haben noch mehr für euch. Schaut euch hier einen anderen Talk von uns an. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Rap, unsere Kollegen von Sounds Off haben Desaster getroffen.